FMI's Kickoff. Jeff Salbini, 4:2 Heimsieg zum Auftakt. Gratulation da dazu. Wie gross war das Aufschnaufen? Ja, gut, wir sind schon zuversichtlich gewesen. Wir wissen, dass wir Potenzial haben, aber irgendwie weiss man doch nie so richtig, wo man steht vor dem ersten Match. Von dem her gesehen sind wir früh so gegangen und eine gewisse Erleichterung war da gewesen, aber nicht mehr und nicht weniger. Einige Spieler sind aber gegenüber der Super League richtig aufgeblüht. Wir denken jetzt zum Beispiel an Philipp Mundwiler, der wieder richtig Gas geht, eigentlich so gespielt hat, wie wir ihn schon lange nicht mehr gesehen. Ist für ihn jetzt gerade zum Beispiel auch eine Befreiung gewesen, zum Captain-Binden abgeben? Ich habe ihn auch letztes Jahr nicht so schlecht gesehen, muss ich sagen. Also für mich, ich weiß nicht, ob das jetzt so eine Lichtung ist. Für mich ist das normal, wie er gespielt hat am Sonntag. Er ist ein absolut wichtiger Spieler für uns. Und das Thema Captain ist eigentlich für uns abgeschlossen. Und er fühlt sich wohl. Ich merke das auch im Training jeden Tag. Er ist voll bei der Sache, sehr motiviert, ist gut drauf. Und er macht mir viel Freude. Der Rest der Mannschaft, insbesondere die Defensive, ist noch nicht ganz sattelfest. Gerade bei Standardaktionen hat man diese Woche ein bisschen daran gefeilt. Ja, wir haben darüber geredet und werden es heute noch mal trainieren. Und muss sagen, die Bälle sind auch sehr gut geschlagen gewesen von Burgmeier. Und mit dem Merenda war auch ein Top-Kopfballspieler im 16er rum gewesen. Von dem her, wir haben es angesprochen, wir müssen das verbessern und wir wissen das. Jetzt De Le Mans, nicht eine ganz einfache Aufgabe. Die letzte Woche nicht auch gewonnen. Wie bezwingt man den Gegner? De Le Mans hat in Bellinzona gewonnen und sind auch letztes Jahr sehr gut klassiert gewesen, im vorderen Drittel in der Challenge League. Von dem her müssen wir wirklich zu 100% parat sein. Wir werden uns aber nicht zu viel mit dem Gegner befassen. Wir werden uns auf unsere Stärke konzentrieren. Und wenn wir das umsetzen, was wir können, dann werden wir den Match gewinnen. Und wir haben einiges an Potenzial in der Mannschaft. Es geht nur darum, das abzurufen. Wie sieht die Anreise aus? Montagmorgen um 11 Uhr ist Abfahrt und dann haben wir noch das Tageszimmer in De Le Mans. Und dann mal bei 8 ist der Match. Gut ausgehoben zum Sieg. Danke vielmals. FMI's Kickoff.